In diesem Video erzähle ich was über das S3 und direkt auch über mein erstes Problem damit. So, ich habe jetzt das OneMove S3 ein bisschen mehr als 3 Wochen und ich bin immer noch sehr begeistert. Ich habe auch schon die ersten Probleme gehabt oder das erste Problem, Error 44, da erzähle ich später was zu. Ihr könnt aber auch direkt mit den Kapitelmarken in den Notizen hier unterm Video dahin springen, wenn euch das direkt interessiert. Aber erstmal zum Positiven. Also ich finde immer noch, es ist ein total schönes Bike. Man wird auch darauf angesprochen, auch gerade hier beim Dreh war noch ein anderer OneMover. Ist auch eine schöne Community drumherum. Das Bike selber, der Vergleich fehlt mir, weil ich kein klassischer Radfahrer bin und vorher auch nicht großartig Rad gefahren bin. Von daher, mir macht es einfach Spaß. Ich merke, es ist ein ganz anderes Fortbewegen, als ich sonst kenne mit Auto, mit E-Scootern. Ich muss keinen Parkplatz suchen. Ich kann einfach irgendwo das OneMove S3 abstellen. Ich muss mich mit dem Kicklock noch ein bisschen anfreunden, dass ich das Vertrauen da drin habe. Ich habe ja das Rundum-Sorglos-Paket auch bei OneMove gebucht. Das hat mir bei meinem Fehler übrigens auch nicht großartig geholfen, aber auch, wie gesagt, später da mehr zu. Ja. Ich würde sagen, ich zeige euch einfach mal das Bike nochmal und die einzelnen Features, damit ihr einen besseren Eindruck davon bekommt. Ja, das hier ist mein S3. Ich mag den clean Look, deswegen habe ich zum Beispiel auch keinen Gepäckträger, habe ich mich gegen entschieden, soll auch so bleiben. Und ansonsten sieht man nicht viel, also der Akku ist hier integriert. Hier ist das Display drin, hier drunter kann ich laden und auch ein Reset machen. Ja, Bremsen, logischerweise 2 Stück, die Scheibenbremsen vorne und hinten, sind vom OneMove selber designt. Dadurch konnten die in den Lenker integriert werden, was echt schön aussieht, wie ich finde. Und gleichzeitig wurde auch noch auf beiden Seiten jeweils ein Button integriert. Rechts ist der Boost-Button, damit man schön schnell Gas geben kann. Und links ist meistens die Klingel. Allerdings kann ich damit auch entsperren. Denn auf dem Display, wenn ich einen Punkt sehe, dann weiß das OneMove, dass ich mit meinem Telefon, was ich in der Tasche habe, in der Nähe bin, über Bluetooth. Und wenn ich halt einmal drauf klicke, dann kann ich das Bike damit entsperren. Klar, Ständer haben wir. Dann haben wir hier hinten noch das Kicklock. Das ist praktisch das Schloss. Das kann man einfach mit dem Fuß reintreten und schon ist das OneMove gesperrt. So, und wenn das Kicklock drin ist, dann kann ich halt weggehen. Logischerweise komme ich dann irgendwann zurück. Er merkt auch wieder, wenn ich mein Telefon in der Tasche habe, Bluetooth. Ich bin verbunden, ein Punkt. Ich muss nur den linken Button einmal drücken, dann das Bike kurz bewegen und schon ist es entsperrt und ich kann jetzt eine Fahrt machen und das mache ich jetzt, glaube ich, auch. Ja, mein Fazit zum S3 nach 3 Wochen. Ich bin immer noch begeistert vom Look, vom clean Look des Bikes und witzige Geschichte, wir haben ja hier gedreht und kamen gerade 2 Frauen und die eine hat gefragt, ob sie ein Foto mit dem Fahrrad machen darf, weil es so schön ist. Und die wusste nicht, dass das ein OneMove ist oder was ein OneMove ist. Die fand das halt einfach schön. Das ist, finde ich, ein guter Beleg, weil es echt schön ist. Fahrtechnisch ist das Fazit natürlich ein bisschen zwiegespalten. Ich meine, das Ding wurde geliefert mit einem kaputten E-Shifter. Ja, kann passieren. Guck's im Internet, passiert durchaus öfters. Man weiß nicht, wie viele reibungslose Abläufe bei der Auslieferung es gab. Naja, ich hätte mir auf jeden Fall mehr Proaktivität vom OneMove Service gewünscht. Also ich muss ja immer nachfragen. Nach 2 Wochen Meldung ist das Ding immer noch nicht hier, also der E-Shifter. Ich kann es nicht reparieren.
ist nicht so toll. Da muss der Support jetzt sich beweisen in den nächsten Wochen, sag ich mal. Ansonsten fahre ich halt in einem Gang bis 15 km/h. Mit Unterstützung läuft das auch. Boost-Button dazu, zack, auf 25 und der Boost-Button macht so viel Laune. Ich glaube, ich hätte sonst auch nicht anders gefahren in meiner Art und Weise oder wäre nicht anders gefahren. Von daher, ich bin immer noch zufrieden. Support muss nachliefern. Ich bin gespannt, wie es sich entwickelt. Und das sehen wir dann in den nächsten Videos.